Natürlich steht da eine rote Online-Meeting Branche hinten, die ich Kern 15.06.2021. Kern VL, der Kern, das Entfachen der Schöpferkraft, Teil 1. Willkommen zu diesem Online-Meeting. Eine Zusammenkunft von ganz vielen Menschen in diesem Moment. Ich empfinde das als eine außergewöhnliche Leistung, dass wir uns mit so vielen Menschen an einem so warmen Tag dazu entschieden haben, hinter dem Computer zu verkriechen, oder dem Tablet, oder vielleicht auch dem Smartphone. Ich empfinde das sehr schön, dass wir das miteinander erleben dürfen. Du siehst, dass ich hier vor einem einfachen Blatt sitze. Ich habe nicht viel Vorarbeit geleistet für dieses Webinar. Das ist eine spontane Zusammenkunft. Natürlich gibt es einen roten Faden und darüber werden wir ganz sicher miteinander sprechen, aber für mich ist das auch sehr interaktiv. Ich meine damit, ich höre dich nicht, du hörst mich sehr wohl. Aber wir kommunizieren doch miteinander. Ich hoffe, dass du in den nächsten 2 Stunden eine Antwort oder eine Reaktion aus deinem Gefühl heraus erleben kannst, von dem, was bei dir geschieht oder geschehen könnte. Ja, es ist ein Online-Meeting. Ja, warum eigentlich ein englisches Wort? Es ist natürlich eine Art von Zusammentreffen, damit es auch bald größer werden kann, eben nicht nur hier in den Niederlanden, sondern auch in Deutschland, wo in diesem Moment einige zehn, ein paar Dutzend dabei sind und eine beachtliche Anzahl aus Belgien. Also auch nach Deutschland und Belgien, ein ganz herzliches Willkommen. Ich spreche wohl Holländisch, denn der größte Teil der Menschen, die jetzt zuschauen, spricht auch Holländisch und dann ist es auch einfacher und es werden auch diese Art von Meetings kommen auf Deutsch und auf Englisch. Der Titel ist De Kern und Vlaming van de Innerlijke Goddelijke Scheppingskracht, der Kern, das Entfachen der inneren göttlichen Schöpferkraft. Das sagt schon was aus und das sind ganz viele Worte, aber was genau bedeutet das oder was könnte es bedeuten? Können wir dem jetzt eine bestimmte Form geben und dann die Form natürlich wieder loslassen? Es passiert sehr viel im Moment auf der Erde. Natürlich schon sehr lange, aber vor allem jetzt sehen wir gemeinsam, dass es an allen Ecken und Enden happert, knirscht und kracht. Jahrelang haben wir miteinander überall auf dem Planeten über die Probleme gesprochen und über die großen Veränderungen, die nun kommen werden. Veränderungen, auf die wir schon lange warten. Aber nicht alle Veränderungen sind schön zu sehen, die sich vollziehen und auf die wir nicht warten. Es ist also eine sehr unsichere Zeit. Wenn es etwas gibt, das durch unsichere Zeiten entsteht, dann sind es Diskussionen, durch die sich die Menschen voneinander entfernen. Es gibt viele Meinungen, viele Sichtweisen, Urteile übereinander und Reibungspunkte. Wenn es etwas gibt, was wir nicht brauchen und das fühle ich ganz deutlich, dann sind das solche Arten von Diskussionen. Diskussionen an sich sind prima, da spricht nichts gegen. Wir sollten sie nur nicht die Führung übernehmen lassen und vorne anstellen. Stattdessen sollten wir suchen, was uns verbindet und das nicht auf eine spirituelle Art und Weise, die dafür sorgt, dass wir passiv sind. Spiritualität ist übrigens nicht immer passiv. Ich lege hier vielleicht Querverbindungen, die dir vielleicht nicht gefallen, aber ich spreche es ganz unverblümt aus. Andererseits darf das auch auf solch direkter Weise geschehen. Also ich würde eigentlich sagen, lass uns diese 2 Stunden jetzt mal richtig loslegen. Ich finde es schade, dass wir keine Interaktion haben, dass ich euch nicht hören und keine Nachrichten empfangen kann. Diese Entscheidung ist allerdings sehr bewusst getroffen, da wir hier nicht mit einer Gruppe von 10 oder 20, sondern mit mehr als 1000 Menschen online sind. Daher ist es eine enorme Herausforderung, zu schauen, wie das am besten zu bewerkstelligen ist. Es wurden bereits viele Pläne und Ideen entwickelt. Diese Treffen werden auch der Ausgangspunkt dafür sein, um auf internationaler und globaler Ebene auf positive Art und Weise miteinander zu diskutieren, was wir tun können. Dabei ist dein Platz wirklich führungsgebend für dich selbstständig. Also ja, also keine Interaktion jetzt, aber das ist prima. Für mich ist das auch eine neue Art und Weise zu arbeiten. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Aufzeichnungen mit anderen Menschen gemacht, unter anderem mit Ariane Bas von Earth Matters. Das war ganz fantastisch. Da war eine Gruppe Menschen um mich herum anwesend, aber das ist jetzt nicht der Fall, weshalb es jetzt eben gerade etwas mühsam war, die Batterien, die plötzlich alle leer sind, die Kabel, die es nicht tun, Kameras, die ausfallen. Es ist egal, wir machen weiter. Sollte etwas geschehen während der Sendung, dann nimm dir ein Glas Wasser und warte einfach, bis es wieder läuft.
Was ich eigentlich auch noch sagen möchte, dass wir zuerst, neben all der Worte, die ich und wir hier noch sprechen werden, in einen Moment der Ruhe, einen Moment der Aufmerksamkeit gehen dürfen. Ich habe in mir nachgefühlt und vielleicht ist es gut, sich einen Moment Zeit zu nehmen und an jemanden zu denken, den man sehr liebt. Menschen, die man sehr liebt oder auch ein Tier. Vielleicht ist da jemand, der verstorben ist. Ein Moment, in dem man alles beiseite legt, um pur zu fühlen, wer hat mich zu diesem Moment geführt. Schau einmal in dich hinein. Pause, die Welt, in der wir leben, ist sehr schnelllebig. Wenn wir anfangen, den Punkt, an dem wir jetzt stehen, also auch der Punkt, an dem du stehst, zu erkennen, dann ist das für einen sehr deutlich und der andere steht vor der Frage, wo bin ich eigentlich? Dann solltest du sehen und fühlen, dass du diesen Moment hier jetzt so erlebst, weil vorher Dinge geschehen sind. In unserem Dasein gibt es immer wieder Menschen in unserem Umfeld, die uns, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, einen Schubs geben, wodurch wir irgendwo hinkommen. Das kann auch ganz bewusst geschehen. Was ist Sinn und Zweck dieser Sendungen? Es ist sehr viel los auf der Welt. Der Ruf, sich miteinander zu verbinden, ist sehr stark. In Bezug auf Zusammenarbeit und Begegnung mit anderen Menschen habe ich in den letzten Jahren sehr viel erlebt und erfahren. Ich habe festgestellt, dass es in dieser Welt so viele verschiedene Arten gibt, wie man die Wirklichkeit betrachten kann. Wie Menschen erleben, ist für mich eine sehr große Entdeckung. Weißt du, du kannst es zwar wissen, aber zu sehen, dass du so nahe an etwas dran bist und die Form, in der du dich bewegst, dich so stark blendet, macht mich sehr betroffen und da spreche ich pur in meinem eigenen Namen. Es macht mich betroffen, zu sehen, wo so viel Stillstand im Bewusstsein ist und wo Menschen nicht bereit sind, sich mit dir oder anderen Dingen auseinanderzusetzen. Wer bin ich? Dazu möchte ich etwas erzählen. Mein Name hier ist Martijn van Staffern und ich bin physisch gesehen 47 Jahre alt. Ich bin hier in diese Welt gekommen mit völlig intakten Erinnerungen der Welt, aus der ich komme. Das ist keine Welt in einer Form von Ursache und Wirkung, Dualität. In dieser Welt ist viel passiert und ich kann mich an alles erinnern. So wurde ich hier geboren und für mich ist es auch immer wieder eine große Aufgabe, die Erinnerungen abzurufen. Wobei das keine Erinnerungen in der Art wie hier auf der Erde sind. Hier auf der Erde erinnert man sich eigentlich an fast nichts, was man hier erlebt. Da muss man schon genau nachdenken, um gewisse Dinge abzurufen. Meine Erinnerungen sind für mich nicht immer leicht abrufbar, weil sie sich in einem anderen Bereich meines Bewusstseins befinden, eigentlich außerhalb des Körpers. Was ich also mache, ich bin sehr bewusst in meinem Körper anwesend. Ich achte auf die Art und Weise, wie ich mich selbst und die Welt erfahre. In diesem Gemütszustand reise zu einem anderen Teil in mir selbst, der Teil, wer ich wirklich bin. Dort liegen alle Erinnerungen, die ich dann mit dem Körper verbinde, nach vorne hole und dann darüber spreche. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Hier bin ich in Amsterdam geboren und in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen. Meine leiblichen irdischen Eltern sind auch sehr liebe Menschen und ich habe eine sehr gute Verbindung zu ihnen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade zuschauen, ich bin ihnen sehr dankbar, sie sind wirklich unverzichtbar auf der Reise, die ich mache. Dank der liebevollen Kindheit und Jugend, die ich erleben durfte, ist es mir möglich, alles, was geschehen ist und das war nicht gerade wenig, zu durchstehen und weiterzumachen. Der Grundton, den ich in meiner Kindheit mitbekommen habe, ist einer von Liebe, Geborgenheit und immer Platz füreinander. Natürlich ist in jeder Familie etwas los, das war bei uns nicht anders. Doch das ist es, was eine Familie ausmacht. In meinem Leben habe ich immer über die Welt gesprochen, aus der ich komme, ich habe immer über Besucher aus anderen Realitäten gesprochen, auch über, wie wir es nennen, Entführungen. Aber auch über Kontakte, die keinen Entführungscharakter hatten, also offene Kontakte. Ich kann mir vorstellen, dass es schon etwas Besonderes ist und auch eine Auswirkung hat, wenn man in dieser Welt ein Kind bekommt, das so offen darüber spricht. Ich musste also immer wieder abwägen, ob ich darüber spreche oder nicht. Nun bin ich also physische 47 Jahre alt und wir kommen zu einem anderen Punkt.
In den letzten Jahren durfte ich bei Vorträgen und anderen Treffen Tausende von Menschen aus den Niederlanden treffen. Es waren besondere und schöne Begegnungen. Es waren sehr beschäftigte, anstrengende und intensive Jahre. Ich habe mich ganz bewusst vor allem auf Gruppen konzentriert, die in einem bestimmten spirituellen Gedankengut verankert waren und sind. Es haben sich auch eine Menge an Menschen davon gelöst. Und ich habe bewusst unter der Flagge mit der Aufschrift außerirdischer Kontakt gearbeitet. Es geht mir natürlich um viel mehr als nur um außerirdischen Kontakt. Es geht um den Kontakt mit anderen Bewusstseinsfeldern, Besuchern aus anderen Wirklichkeiten, aber auch um Besucher aus der Wirklichkeit hier, die wir noch nicht gut sehen können. Ich habe sehr bewusst in Gruppen gearbeitet, die sich mit außerirdischen Kontakten und UFOs beschäftigen. Menschen, die an bestimmte Systeme glauben, Glaubenssätze, die, wenn man aus sich selber heraus arbeitet, über Bord geworfen werden sollten. Und das nicht, weil ich so bin, sondern weil um uns herum eine große Agenda gesponnen wird, wie ein Netz, das dafür sorgt, dass wir die größere Wirklichkeit nicht sehen können und somit auch nicht den Kern der Geschichte, nämlich unsere Wirklichkeit und wie sich unsere Wirklichkeit verhält. Wie kann das sein, dass die Wirklichkeit sich so dir gegenüber verhält? Wie kann das sein, dass diese Wirklichkeit so in die Klauen von bestimmten Überzeugungen und menschlichen Gedanken geraten ist? Ist das überhaupt menschlich? Das sind alles sehr tiefgehende Themen und ich habe auch sehr tiefgehend über diese Themen gesprochen, wobei der außerirdische Kontakt in Fokus stand. Und das war nicht einfach, das kann ich euch sagen. Es war aber sehr faszinierend und hat sehr viel Spaß gemacht und ich wusste, dass das so laufen wird. Was will ich damit sagen? Ich habe gemerkt, dass, wenn man über schöne, angenehme Dinge spricht und zwischendurch ein paar weniger schöne Dinge einfließen lässt, hier auf der Erde nennen wir das dann ganz schnell negativ, die Menschen dann ganz schnell Angst bekommen und das Gefühl haben, sich selber zu verlieren und dass sie sich darauf nicht einlassen sollten. Die Welt, aus der ich komme, ist eine unendliche Welt. Wir nennen es nicht Lichtwelt. Es ist eine Welt, die tatsächlich existiert und in der du lebst. Du lebst. Da ist kein Tod. Du lebst. Und es ist eine Welt von Unendlichkeit, in der du nicht in ein Licht schwebst. Du bist. Du bist da. Du lebst auch nicht auf einer Wolke, sondern du hast ein Haus. Und das Haus kann auf viele verschiedene Arten existieren. Von dieser Welt aus können wir alles sehen, was geschehen ist, unter anderem auch mit der Erde hier. Darin liegt auch mein Herz, meine Mission. Und nach meinem eigenen tiefen Wissen ist das auch die Mission eines jeden Menschen hier auf der Erde, unabhängig von seinem Hintergrund und egal, wo du denkst, festzustecken. Wenn man anfängt, über schwierige Themen zu sprechen, dann erfährt man sozusagen, dass die Menschen sich verschließen. Eigentlich verschließen sie sich nicht im Kontakt mit mir, denn darum geht es nicht. Ich bin auch gar nicht so wichtig. Sie verschließen sich davor, genauer hinzuschauen, um zu sehen, was wirklich vor sich geht. In meiner Ankündigung habe ich ein paar Dinge aufgezählt, ich hole das gerade mal heraus, denn ich habe es mir ausgedruckt, es geht hier um eine Anzahl Glaubenssätze, sogenannter Überzeugungen. Was mir oft begegnet und das meine ich positiv, ich behaupte nicht, dass da etwas verkehrt dran ist, darum geht es hier gar nicht, ist die Aussage, dass wir uns auf einen erleuchteten Zustand zu bewegen, dass wir einen Pfad der Erleuchtung gehen. Was mir oft begegnet ist die Überzeugung, dass wir dabei sind, uns in eine andere Dimension zu bewegen, von der dritten Dimension durch die vierte Dimension, wo die negativen, aggressiven Aliens sind, in die fünfte Dimension und darüber hinaus. Also, wir können aufsteigen. Es gibt hier in dieser Welt auch viele Menschen, die sprechen darüber, dass wir jetzt in einer Zeitlinie von finaler Kontrolle angekommen sind. Also, dass die Kontrolle noch weiter zunehmen wird und dass wir in eine Art digitale, virtuelle Kontrollwirklichkeit hineingeführt werden. Mir begegnen sehr oft Menschen, die über die Kabbale und über die Illuminati sprechen und dass diese zu Fall gebracht werden müssen. Hier wird vor allem diesen Kräften eine große Bedeutung gegeben und einen sehr hohen Stellenwert zugewiesen. Und das ist alles durchaus wichtig, das sind alles wichtige Themen. Aber es geht um den Kern. Irgendwo ist da ein Kern. Ich zähle gerade einfach mal ein paar Dinge auf. Ja, es ist wichtig zu wissen,
dass diese Welt zum jetzigen Zeitpunkt, auf der Zeitlinie, auf der wir uns gerade scheinbar befinden, gelenkt wird von einer Gruppe von Menschen mit einer bestimmten Form des Bewusstseins, die stark abweicht von allem, was du in dir selbst fühlst. Nenne sie, wie du willst, sie sind da. Die Frage ist nur, wie groß muss das Thema werden und inwieweit kann es uns vom Kern ablenken? Ich erlebe, dass Menschen über einen Antichristen sprechen, über die Wiedergeburt Christi oder die Rückkehr des Antichristen, der seinen Platz einfordern wird, darüber wird sehr viel geredet, und das sind gehörig starre, statische Geschichten. Und ich höre viele Menschen darüber sprechen, dass wir letztendlich doch gerettet werden sollen, entweder durch Außerirdische, oder was auch immer. Und, wir sind Kinder der Quelle, diese Behauptung ist mir sehr oft begegnet, in dieser Wirklichkeit. Das klingt sehr schön, nicht wahr? Wir sind Kinder der Quelle, aber lasst uns doch erst einmal Kinder von dieser Welt sein, und schauen, ob wir diese Quelle Ursprung in uns fühlen können. Und was soll das eigentlich heißen, Kind sein der Quelle? Musst du damit etwas machen? Ist das eine Art Mantra, womit du dich positiv und gut fühlen kannst? Ist das dann der Kern? Und da sind dann die Menschen, die sagen, ja, aber weißt du, es hat alles keinen Sinn, du kannst doch nichts tun und verändern auf dieser Zeitlinie, denn das ist eine stark kontrollierte Zeitlinie, von der du nicht abweichen kannst. Denn andere Mächte haben uns im Griff und der eine nennt das dann Luzifer, und ein anderer nennt es wieder anders. Aber das sind alles starke Skripte. Und die Frage ist nur, welches Skript du nach vorne holen willst, wer du bist. Und das Letzte dann, was mir sehr oft begegnet, eigentlich begegnet mir sehr viel mehr, aber dies sind jetzt mal die von mir versammelten Bemerkungen und Felder lautet, die Menschheit ist schlichtweg das Experiment einer anderen galaktischen Zivilisation. Tja, wenn wir das alles zusammenfasst und verschiedene Gruppen Menschen mit ihren Überzeugungen dazu stellst, dann haben wir ganz schnell ein riesiges Chaos an Diskussionen und einander widersprechender Behauptungen. Das kannst du auch in den alternativen Medien sehen. Auch die machen sich gegenseitig das Leben schwer. Ich habe die Zeit erlebt, vor ein paar Jahren, als sich bekannte Websites tatsächlich gegenseitig beschimpft haben. Da wo ich herkomme, da machen wir so etwas nicht. Es geht hierbei nicht unbedingt um die Welt, wo ich herkomme. Aber wenn du ein Kind der Quelle bist oder wenn du eine Webseite hast, wo du Menschen zu einer höheren Bewusstseinsperspektive in sich selbst inspirieren willst, dann darfst du dich schon fragen, was für Artikel du auf deiner Seite veröffentlichst und was dabei dein Ausgangspunkt ist. Okay, so viel nur eben hierzu. Ansara, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir genau schauen, was können wir mit Treffen erreichen? Was können wir mit Begegnungen erreichen? Ich weiß, dass jetzt auch Menschen zuschauen, die auch ernste Gegner der Dinge sind, die ich hier vortrage, auch du bist herzlich willkommen. Ich spreche hier nicht aus der Persönlichkeit von Martillien. Ich bin aus der Welt von Ansara hierher gekommen. Und das ist eine Welt, die ich bezeichnen möchte als eingebettet in das vielschichtige Universum von Zafir A. Und Zafir A ist Bestandteil der Sirianischen Konstellation, und auch das ist wieder ein Universum, eine größere Welt darum herum, die mit einer Vielzahl anderer Wirklichkeiten zusammen das Menschenreich darstellt. Das ist das humanoide Bewusstsein. Und dabei geht es um sehr viele verschiedene für uns hier unzählige Menschenrassen. Die Welt von Ansara ist eine Welt, die unsterblich ist. Es ist eine Welt, in der du dich zur Verfügung stellst, dienstbar bist, in der du nicht davon schwebst, sondern anwesend bist, in der du das, was du fühlst, was du weißt, einbringst, um dein Dasein nicht dein Leben, sondern dein Dasein darzubieten und regelrecht als ein Geschenk ins Feld zu geben. Dein Dasein. Und das bekommst du auch zurück. Das zeigt sich dann auch in sehr umfangreichen Missionen, in großen Außeneinsätzen, wobei Lebenserfahrung in andere Welten gebracht wird, die gegründet worden sind. Übrigens gibt es auch wiederum unzählige Welten, die nicht menschlich, also nicht humanoid, aber auch unsterblich, sind. Das ist ein gigantisch großer Verband von Zusammenarbeit. Die Welt von Ansara ist eine Welt, nun ja, da kann ich in diesen 2 Stunden leider nicht ausführlich drauf eingehen, aber es ist eine Welt, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass du nichts zu lernen brauchst. Also du brauchst nichts aus Büchern zu lernen, wie hier in den Schulen,
Du brauchst keine Trainings oder Schulungen zu absolvieren. Das ist eine Welt und zwar eine von vielen Welten, in der du dich aus deiner Kernkraft heraus, die Kraft, die du selbst bist, mit dir selber verbindest, mit der Natur verbindest und mit dem Respekt vor jedem Lebewesen verbindest. Du verbindest dich auch mit schwierigen Situationen in anderen Wirklichkeiten. Du ziehst dich daraus nicht zurück. Du richtest dich auf alles, was da ist. Und es ist eine Welt, worin du gerade, weil du nichts zu lernen brauchst im Nu, wenn du die Kraft hast, um aus deinem Kern zu leben, im Nu Kontakt hast mit Informationsfeldern, wir nennen das die Kraft, das Göttliche, die universelle Bibliothek, aber es ist im Grunde die kosmische Intelligenz, also unmittelbar, sofort, im selben Moment noch alles weißt und begreifst, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Du wirst sofort informiert. Es ist eine direkte Kommunikation. Ich glaube, dass wir das alle auch irgendwo aus unserem eigenen Leben kennen, wenn du zum Beispiel bei Staubsaugen bist, oder du machst gerade etwas anderes, und zugleich denkst du über bestimmte Dinge nach, und fühlst dich auch ein, und dann, auf einmal, weißt du es. Ich weiß zwar selbst gerade nicht genau, worauf ich anspiele, aber vielleicht kannst du mir folgen. Auf einmal weißt du etwas, hast einen größeren Überblick über bestimmte Sachverhalte, und das ruft ein gewisses Glücksgefühl und Freude hervor, und in dem Moment fühlst du auch, dass du bestimmte Zusammenhänge jetzt begreifst. Das kann sich auf Bewusstseinsthemen beziehen, aber es kann auch etwas sehr Irdisches sein. Und 10 Minuten später ist es dann weg. Da gibt es also einen Austausch, eine Kommunikation zwischen dir und der Kraft, in der du lebst. In der Welt von Ansara bist du mit dieser Kraft verbunden. Und es ist vielleicht gut, um eben anzugeben, dass die Kraft, aus der wir dort leben, ein Informationsfeld ist, Schwingung, Bewusstsein, da ist Wahrheit, darin ist alles gespeichert. Dieses Informationsschwingungsbewusstseinsfeld ist das Ergebnis und der Zusammenfluss allen Lebens aus allen Wirklichkeiten, in welchem Universum auch immer. Was ich hier eigentlich sage ist, es gibt keine externe Bibliothek, keine Quelle der Kenntnis, die außerhalb von dir liegt, aus der du dich informieren könntest, sondern dass du die Information zu dir kommen lässt, das tust du selbst, das ist keine Meditation, ja. Da ist ein großer Unterschied. Nicht so wie wir das hier auf der Erde kennen, dass wir in Meditation gehen und dann mal abwarten müssen, was hereinkommt. In den Welten von Ansara ist es so, dass du Kontakt machst, dass du mit der Kraft aus deiner eigenen Kernkraft heraus kommunizierst, und worum ist es da? Und alles, was in dir gerade vorgeht, ist im gleichen Moment auch in dir anwesend. In dem Film The Matrix war das auch eine sehr schöne stille Szene. Ich habe den Film gesehen, als er neu herauskam, aber ich bin nicht so ein Filmgucker, eigentlich schaue ich sogar sehr wenig Filme, aber dies ist in bestimmter Hinsicht schon ein sehr besonderer Film, der auch viele Berührungspunkte hat und andeutet, was sich hier tatsächlich abspielt. Ich fand die Szene sehr schön, wo Neo sich mit dem Computer verband und unmittelbar wusste, wie er den Helikopter fliegen kann. Das war jetzt ein sehr irdisch ausgedrückt. Aber zurück zum größeren Ganzen, in kosmischen Wirklichkeiten, die grenzenlos und frei sind, wo es auch keine Unterdrückung gibt, auch keine Systeme, denen man entsprechen muss, aber dennoch ist das an sich eine tatsächliche Welt. Dort kommunizieren die Menschen und auch verschiedene andere Zivilisationen und Intelligenzen via ihre eigene Kernkraft mit dem Feld. Alles, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten, darüber sind sie direkt informiert. Für uns hier auf der Erde ist das eigentlich gar nicht zu begreifen, aber man könnte es als kosmisches Internet bezeichnen. Hier auf der Erde tippst du auf einer Tastatur, um etwas im Internet zu suchen. Dabei kannst du es so sehen, dass dieses Tippen dem Vorgang, deine Aufmerksamkeit durch dein Selbst auf etwas zu richten, entspricht. Und anstelle, dass es dann auf dem Bildschirm erscheint, kommt es direkt durch das Feld in dir selbst zum Vorschein. Bumm. Und du weißt es. Das Besondere dabei ist, dass es da keine Patente auf Gedanken oder Information gibt. Es gibt keine Geheimnisse. Alles ist offen und frei verfügbar. Alles. Jeder kann das Gleiche wissen. Das tut aber übrigens nicht jeder. Das ist nicht so. Und warum nicht? Du brauchst dich nicht in alles gleichzeitig zu vertiefen. Übrigens verläuft die Zeit dort nicht linear. Lassen wir das mal eben los.
Also, du konzentrierst dich auf etwas und die Information ist dann in dir da und du nimmst andere Menschen dabei mit. Andere Menschen bewegen sich in diesem Informationsfeld mit und via diese gemeinsame Aktivität kommen sie dann auch in Kontakt mit den Informationen. Es ist also nicht so, dass du unbedingt dasselbe wissen musst. Das macht auch einen Unterschied. Das ist eine wunderschöne Welt. Es ist eine Welt, die sowohl die Aufgabe hat, um andere Welten zu gründen, als auch andere Wirklichkeiten innerhalb solcher Gründungen zu unterstützen, sofern das nötig scheint. Oder andere Welten, die durch andere Intelligenzen gefallen sind und den anderen Intelligenzen unterworfen sind, um solchen Welten ohne Intervention genau das zu bringen, wodurch diese Menschen und Wesen, die in diesen Welten leben, selbst wieder die richtigen Entscheidungen treffen können. Nicht richtig aus dem Verstand heraus, sondern richtig aus dem Herzen heraus, um durch bestimmte Handlungen das Aktion-Reaktion-Muster und die Gesetze von Ursache und Wirkung in eine andere Richtung umzulenken. Nun ja, und jetzt sitzen wir in diesem Moment zusammen hier in diesem Raum und du sitzt bei dir zu Hause oder irgendwo anders und ich spreche über die Kernkraft und über diese Welt hier. Lasst uns Klartext reden. Was ist das hier für eine Wirklichkeit? Ich meine damit, das Gehirn möchte da gern ganz schnell eine Bewertung darüber abgeben. Als ich hierher kam, da war diese Wirklichkeit für mich, das ist sie übrigens noch immer, eine stark verdichtete Wirklichkeit, worin nahezu kein Platz für dich selbst ist. Das habe ich ganz deutlich so erfahren. Der Körper, in dem ich lebte, und in dem ich noch immer lebe, der wird von äußeren Reizen gelenkt. Der Körper reagierte auf Gedanken, die nicht einmal meine eigenen waren. Diese Gedanken waren reaktive Gedanken, erzeugt von Dingen, die um mich herum passierten und darauf habe ich reagiert. Das wollte ich überhaupt nicht. Es war, als ob ich in einer Welt lebte, also ob ich in einer Art konstanten Dauerschleifenwelt, worin mir alle Dinge fertig vorgegeben wurden. Meine Frage also an dich, was ist diese Welt eigentlich für dich? Es geschehen hier schöne Dinge, und es gibt auch eine Menge verrückte Dinge, unvorstellbare Dinge in dieser Welt und doch Dinge, weswegen es scheint, als würden Fortschritte machen. Früher hatten wir ein altes Fahrrad, und jetzt haben wir einen Elektroscooter, zuerst hatten wir ein Pferd, und wenn du ein bisschen Glück hast und ein CEO von großen multinationalen Konzernen bist, dann kannst du eine Rakete starten, oder vielleicht ein anderes Fahrzeug. Aber, innerlich sind wir noch immer dieselben. In diesem Sinn, was ist dies für eine Welt für dich? Hast du dich das schon einmal gefragt? Hast du dir schon mal ganz bewusst angeschaut, wie diese Welt aussieht? Und das hat jetzt überhaupt nichts mit Spiritualität zu tun. Es hat damit zu tun, was du selbst erfährst. Und selbst für Menschen, die hier sehr ernsthaft damit beschäftigt sind und ich komme täglich in Kontakt mit Menschen, die auch erkennen, was hier läuft, ist es eine ganz schöne Herausforderung. Selbst wenn du dir sehr bewusst bist, was in dieser Welt alles geschieht, kann es herausfordernd sein, wirklich hinzuschauen, was du in diesem Moment fühlst und weißt. Ich stelle diese Frage sicher nicht umsonst. Denn du kannst auch eine Erinnerungsantwort auf diese Frage geben, dass du das letzte Woche schon gedacht oder gefühlt hast oder dass du es gestern und heute Nachmittag schon gefühlt hast. Und vielleicht, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, kann es sein, dass du dir dann nicht einmal mehr die Mühe machst, genau hinzufühlen und zu erkunden, was du denn genau jetzt wirklich fühlst, sondern dass du eine erinnerte Situation in deinem Gedächtnis abrufst, die sich da vorgeschoben hat. Verstehst du? Und das ist eigentlich nicht der Kern. Der Kern ist das, was du jetzt fühlst, angesichts dessen, was du in der Welt siehst. Ja, und ich finde das sehr schwierig in dieser Welt. Was finde ich schwierig? Ich finde es sehr schwierig in dieser Welt voranzukommen, wenn so ein Sumpf um einen herum ist. Zum Beispiel, du kannst ein sehr schönes Projekt starten. Das Projekt entsteht aus einem bestimmten Gefühl heraus, ein Moment, in dem du es spürst mit all seinen möglichen Folgen. Das ist ein sehr schöner Moment. Aber dann kommt das Ganze drumherum dieser Welt, an das muss ich denken, dieses und jenes muss ich regeln, Menschen mobilisieren. An einem gewissen Punkt entwickelt es sich zu einem Gedankenfeld und dann arbeitest du nicht mehr wirklich aus deiner Leidenschaft, aus deinem Gefühl heraus. Du steckst dann nicht mehr in deiner wahren Kraft, deiner wahren Kernkraft, sondern begleitest und regelst nur noch die Dinge. Das finde ich in dieser Welt eigentlich schon recht schwierig.
Eigentlich solltest du mit Menschen zusammenarbeiten, die dich nicht diesen Weg einschlagen lassen. Also muss man sehr gut aufpassen, mit wem man zusammenarbeitet und mit wem nicht. Und auch, was du in der kommenden Zeit in dieser Realität ausrollen wirst, was du dir jetzt vielleicht noch nicht vorstellen kannst. Dass du gut aufpasst, dass du in deiner Kernkraft bleibst in dem, was du machst und dich fragst, wieso du es machst. Und nicht, dass du jetzt etwas machst, weil du gestern etwas gedacht hast, warum etwas so war, obwohl das Gefühl, was dem zugrunde lag, jetzt verschwunden ist. Ja, dieses Meeting hat eigentlich auch den Zweck, Menschen zu mobilisieren. Nicht auf mich zu, denn ich habe insoweit kein Interesse an dir. Ich bin sehr interessiert an dir als Mensch, als Wesen. Ich habe aber kein Interesse, zusammen etwas zu organisieren aus einer bestimmten Form heraus. Worin ich interessiert bin, hinsichtlich der Welt, aus der ich komme, ist, dass du dich aus dem Sumpf befreist, dass du eine Kraft in dir selbst spüren kannst und dass diese Kraft freikommen kann, dass ein Kristallfeld von Bewusstsein, ein Lichtfeld von deinem Bewusstsein freikommen kann. Das ist nicht ein Kristallfeld von etwas außerhalb von dir, sondern es ist eine emotionale Schwingung, ein Gefühl. Ich bin sehr interessiert, dass dies freikommen kann. Und dann muss es nicht mit mir in Verbindung gebracht werden, weil, ich tue nichts. Es muss bei dir verankert werden. Es geht darum, dass durch dieses Gefühl, eine Art Lebenskraft, ein Lebenssinn freigesetzt wird und dass dadurch Dinge in deinem Leben und auf der Erde durch dich passieren. Und dass wir dann gemeinsam daran arbeiten können, dass das, was auf der Erde passiert, durch dich, und das, was auf der Erde passiert, durch andere Menschen und auch teilweise durch mich, dass du anfängst, auf eine andere Art und Weise zusammenzuarbeiten, ohne uns miteinander zu verstricken und ohne, dass du auf eine irdische Art und Weise vorgehst. Ja, das fordert natürlich ein hohes Maß an Reife auf Bewusstseinsebene. Das ist der Punkt, an dem wir eigentlich jetzt angekommen sind in der Welt, in der wir jetzt leben. Dass man entweder die Befehle des Systems befolgt. Ich sage niemanden, er soll ein Rebell werden, obwohl das Beste ist, was dir passieren kann, dass du nicht mehr auf die Reize hörst, die dir eingeflüstert werden, sondern dass wir einen neuen Rahmen für die Wirklichkeit schaffen. Ich habe jetzt eigentlich viel geredet, vielleicht über manche Themen auch ein wenig vage. Aus der Perspektive, wo ich herkomme, ist es sehr schwierig für mich, alles in Worte zu fassen. Ich spreche nicht in Worte, ich spreche in Gefühle sind es eigentlich auch nicht, es ist einfach eine andere Sprache. Und ich muss die andere Sprache, es sind wohl doch Gefühle und die muss ich übertragen in eine Sammlung an Worten und dann kann ich es aussprechen. Wenn ich die Welt betrachte, in der wir uns jetzt befinden und was wir alles erleben, dann ist eine Auffrischung erforderlich. Diese Fragen oder Bemerkungen, die ich gerade geäußert habe, dass es einen Antichristen gibt, dass wir uns in einer festen Zeitlinie befinden. Schau, meine Erinnerungen sind intakt und es wurde viel gekämpft um diese Erinnerungen. Das macht mich nicht zu jemand Besonderes oder wichtig. Es gab Leute, die haben alles Mögliche darüber geschrieben. Das waren übrigens auch Leute, die selber über den Antichristen geschrieben haben. Wenn sich aber jemand die Mühe macht, und ich tue wirklich mein Bestes auf meine Art, und vielleicht tue ich es nicht immer auf die richtige Art und Weise, naja, vielleicht auch nicht, ich bin sicher, ich tue es nicht immer auf die richtige Art und Weise, aber ich spreche die Massen an. Was ich in diese Welt bringe, muss ich mich an die Masse wenden, ich kann nicht jeden Menschen persönlich ansprechen, das ist einfach nicht möglich, also sage ich auch Dinge, die aus dem Rahmen fallen. Aber im Moment, wenn man über diese Themen spricht, hat es den Anschein, als ob ich mich selber wichtig nehme. Ich spreche nicht über Martien. Ich spreche über uns. Es muss sich um uns handeln, auf einem anderen Niveau, als wir bis jetzt darüber gesprochen haben. Die Erinnerungen, die ich habe, sind keine Fragmente. Für mich ist die Welt, in der ich jetzt lebe, ein Fragment. Und ich bin der Meinung, dass ich es in diesem Fragment bis jetzt ziemlich gut mache, mit allen Ausrutschern und den schwierigen Momenten. Diese anderthalb Jahre, die jetzt hinter uns liegen, waren schwierig, waren schwere Jahre, es ist viel passiert in diesen Momenten, von denen ich ein Teil bin, um sie zu beenden. Wir sind dabei, etwas Großes auf der Erde zu tun,
etwas sehr Großes, so groß, dass hinter den Kulissen alle Register gezogen werden, um alle Gedanken in eine Richtung zu bringen, damit es nur ein Ergebnis geben kann. Quantenphysik, das ist ein sehr wichtiges Thema. Es sind zwar nur Worte, aber es geht um etwas viel Größeres, die Aufmerksamkeit, die der Mensch in sich selber trägt aus seiner eigenen Führungsposition heraus, also nicht programmiert von einem anderen. Die Kraft, die du in dir selber trägst, um die Aufmerksamkeit und den Fokus auf die verschiedenen Themen zu bringen, das kannst du selber sein, das kann dein Körper sein, der Zustand deines Denkens, deine Emotionen, dein geistiges Wohlbefinden, aber es kann auch eine Situation auf der Erde sein, oder Situationen auf der Erde. Die Aufmerksamkeit, die im Menschen verborgen liegt, die Aufmerksamkeit und die Kraft des Fokus, um irgendwo mit deinem Verstand und mit deinem Herzen darunter anwesend zu sein, die ist so enorm groß. So unglaublich groß, dass du damit in das quantenphysische Reaktionsfeld, denn das ist es, wo wir leben, einen, ich nenne es Nullcode einbringst. Du bringst eine Schwingung mit deinem eigenen Bewusstsein ein, in das Feld, wo deine Aufmerksamkeit drauf gerichtet ist und aktivierst diese. Nicht, dass es jemals deaktiviert gewesen ist, aber es ist halt ziemlich in Vergessenheit geraten und dieser Fokusmoment, die Kraft, womit du das einbringst, die Kraft, womit du fokussieren kannst, Aufmerksamkeit und das darunterliegende Gefühl auch, also nicht nur der Verstand, die Kraft, womit du selbstständig denkst, dein autonomes Bewusstsein, dir nichts weismachen lassen, auch nicht aus Büchern, Schriften, heilige Schriften, aus Situationen, aus Bibeln, aus nichts, nichts aus Kirchen oder aus allerlei anderen Einrichtungen, alles darf sein, aber nicht in der gleichen Spur mit anderen mitdenken. Also auch nicht in der gleichen Spur mit mir mitdenken. Ich bin in diesem Moment nur der Kanal, um etwas für die anstehende Zeit diskutabel zu machen, um dieses sehr groß miteinander anzugehen. Das Aufmerksamkeitsfeld, das du in dir trägst, die Kraft, die damit einhergeht, also dieses es selbst tun, das ist etwas sehr Spezielles. Die Sprachwelt, in der wir leben, deckelt Informationen. Diese Sprachwelt ist ein geometrisch aufgebautes Informationsfeld, das wir hier die Matrix nennen. Dabei ist es tatsächlich eine Wirklichkeit, ein Informationsfeld, ein geometrisches Informationsfeld. Dieses Informationsfeld wird durch dich, durch deine Aufmerksamkeit und deinen Fokus und dein innewohnendes Gefühl berührt. Du richtest deine Aufmerksamkeit und deinen Fokus auf eine Stelle, dadurch klickt der Schalter an dieser Stelle auf offen und alles wird sichtbar. Unterschätze nicht die Kraft, die du in dir hast. Sie haben uns wegen dieser Eigenschaft, dieser Kraft der Aufmerksamkeit, schlafend gemacht. Die Kraft der Aufmerksamkeit, die nur dann vollständig geöffnet werden kann, wenn du dir selber erlaubst, zu fühlen, also Emotionen zu erfahren und auch zu fühlen, wo du dich in dieser Wirklichkeit, also in dieser Matrix hier am besten entfalten und erfahren kannst. Wenn du zum Beispiel fühlst, dass du in einem Wohnwagen leben musst, weil du dich in diesem Wohnwagen nicht nur frei fühlst, natürlich ist das nur ein Nebeneffekt, sondern dadurch etwas in dir selbst geschieht und du genau fühlst, dass du dort etwas erfährst, was in einer Wohnung lebend nicht in dir zustande kommt, dann musst du in dem Wohnwagen wohnen, auch wenn deine Familie das lächerlich findet. Verstehst du? Das ist einfach nur ein Beispiel. Ich möchte dir eigentlich verdeutlichen, dass die Matrix, in der wir leben, also dieses Feld, in dem wir leben, dass es möglich ist, in dieser Wirklichkeit, jenseits der Logik, jenseits dessen, was andere Menschen denken und auch dessen, was du selbst denkst, was nicht von dir selbst ist, zu reagieren und in die Handlung kommst, wodurch du fühlst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das kann spannend sein. Es kann äußerst spannend sein, Dinge zu tun, bei denen dir sofort zig Gründe einfallen, sie nicht zu tun. Du musst aber dem folgen, was du in dir selber erfährst. Deshalb bin ich hier, unter anderem, damit die Menschen hören, dass es Gründe gibt, warum wir auf unser Gefühl hören müssen. Ja, höre einfach auf dein Gefühl, folge einfach deinem Herzen, höre auf dein Herz. Was bedeutet das genau? Was passiert da? Nun, in der Welt von Ansara haben wir Welten errichtet, diese Welt übrigens nicht. Das sind Welten,
Universen, das sind sehr große Informationsschwingungsfelder, die in kosmischen Bibliotheken gespeichert sind. Sie verlaufen also durch die Quantenwelt quer hindurch. Und das sind unzählig viele gespeicherte Welten. Wir nennen das hier Matrixwelten und diese errichteten Welten kannst du bereichern mit Bewusstsein, kannst du bereichern mit Denken und Fühlen. Das macht eine Welt intelligenter, emotional intelligenter. Kennst du das, wenn du vielleicht einen Tag oder drei Wochen im Urlaub warst, dass du beim Nachhausekommen fühlst, dass dein Haus nicht vibriert, also es ist keine Energie drin, so sagen wir dann. Das stimmt, denn du warst nicht da. Oder jemand anders hat sich um dein Haus gekümmert und dass du, wenn du reinkommst, die Intelligenz, die Energien von dieser Person erfährst. Das Feld verhält sich also dementsprechend, was durch Personen ausgestrahlt wird. Dies macht das Ganze sehr interessant, denn, wenn ich also genauso denke wie alle anderen, dann verstärke ich durch mein Denken in diesem Feld das gesamte Gedankenfeld und Informationsfeld. Und das Denken aus einem Programm, welches mir beigebracht wurde, ist reine Geometrie, es ist vorhersehbar, das können Sie berechnen. Sie können die Codes knacken. So können Sie genau berechnen, was du in anderthalb Tagen oder anderthalb Jahren denken wirst. Die denkende Welt ist somit rückverfolgbar, vorhersehbar und programmierbar. Und wenn du fühlst und du auf deine Gefühle hörst und ja, ich weiß, dass dies eine große Grauzone ist, um hier mal eben reinzuschauen, bedarf es eben Aufmerksamkeit. Ja. Wenn du aber aus deinem Gefühl heraus lebst, dann kommt deine Gefühlskraft, also die innere Intelligenz, die innere emotionale Intelligenz aus dem Gefühl heraus, das ist ein anderes Information-Bewusstseinsfeld und dann landet dieses mächtige Feld in dem Gehirn. Dies ist auch der goldene Kranz, den du in bestimmten Zeichnungen sehen kannst. Dann stimmt sich das Denken mit dem ab, was aus dem Inneren her gefühlt wird. Das Besondere daran ist, dass die so ausgesendeten Gedanken, die nicht geometrisch sind, die sind, was wir analog nennen. Aber eigentlich handelt es sich um Glyphen. Und diese werden in das Feld eingebracht. Also du bringst dich selber aus dem Inneren heraus auf eine intelligente Art und Weise in das Feld ein, mit dem wer du bist, wofür du stehst, was du gewählt hast, das bringst du in das Informationsfeld. Und das gesamte Informationsfeld um dich herum verhält sich dadurch anders. Das ist Quantenphysik. Nun ist es so, dass ein Kampf stattfindet, und nochmals, in anderthalb Stunden kannst du das nicht alles aufzählen, aber es findet ein Kampf statt, ein Kampf zwischen verschiedenen Großmächten, die über äußerst präzise Technologie verfügen, um Welten mittels Informationsschwingungen zu steuern, um diese Welt, in der wir leben, in durch sie bestimmte Bahnen zu lenken. Es ist extrem wichtig und sehr, sehr dringend, dass dein eigenes Gefühl freikommt. Das ist das, was wir in den Schriften auch mit dem Christus in uns selber meinen, den ich zutiefst ehre in mir selber und in jedem Wesen. Und man muss nicht das Wort Christus zu verwenden, aber das wird so oft genannt und deshalb benutze ich das Wort ebenso. So können Menschen auch fühlen, dass Christus, der Christus in dir selber, das Hören auf dein tiefstes Gefühl ist und das ist keine Spiritualität, das ist keine Religion, nein, nein, das ist das, was du fühlst. Jetzt, dass das nach vorne tritt, dass darauf gehört wird, dass das gelebt wird, und das braucht nicht ohne den Boden unter den Füßen, gelebt zu werden, das kann fundamental in deinem Leben in den Vordergrund treten und dein ganzes Leben kann darauf basieren. Und das Besondere ist, dass die Felder, in denen wir navigieren, die viele verschiedene andere Absender beinhalten, darauf reagieren. Auf dich, also du musst es selber einbringen, du musst es selber aktivieren. Dort, wo ich herkomme, das ist eine ursprüngliche Welt, wo Menschen herkommen, diese Welt ist eine ursprüngliche Welt, ich rede darüber schon seit meinem 6. Lebensjahr, über die ursprünglichen Welten, die echten Welten, die Welten, wo es echt ist, die Welten, in denen das wahre Selbst gefühlt wird, die Welten, in denen Sonnenlicht eine unglaubliche Farbkraft hat, wo du die Vögel nicht außerhalb von dir selber hörst, sondern die Schwingungen des Lebens spürst, die durch dich hindurchgehen. Sprudelnd. Es ist so ein intensives Gefühl, vielleicht ist es das, was man hier auf der Erde versucht, das Königreich zu nennen. Aber für mich ist das eine tatsächliche Welt. Und in den Welten von Ansara und viele andere Welten,
aber ich spreche wirklich von der Welt, aus der ich komme. Dort wird sehr eifrig daran gearbeitet, dass Menschen ihr Wissen aus sich selbst heraus zurückholen. Vielleicht, anfangs, eben durch externe Kanäle, und dann können die Menschen selber daran arbeiten und dann miteinander. Wir setzen uns dafür ein, um Menschen mit dieser Information und diesem Wissen zu bereichern, dass sie mehr können als nur das, was wir auf der Erde das Denken nennen. Es ist sehr viel geschehen, die ursprünglichen Welten gibt es immer noch, es ist sehr viel geschehen, viel zu viel, um das nun aufzuzählen. Aber ich möchte darüber etwas sagen, denn es muss doch auch ein kleines bisschen geöffnet werden. Diese Welt, in der wir leben, ist keine ursprüngliche Welt, aber es ist auch keine Welt der Verdammnis. Dies ist eine errichtete Welt für Zivilisationen, die durch Experimente, experimentelle Situationen, Beobachtungen auf das Leben, an sich, durchgeführt haben. Sie haben, vereinfacht ausgedrückt, Universen errichtet, um von einer anderen Realität aus Universen beobachten zu können, damit das, was an Entwicklung in diesem Universum stattfindet, durch ihre Wahrnehmung absorbiert werden kann und wieder in sie selber integriert werden kann, da sie es selber auch verloren haben. Das ist diese Welt und viel mehr als das. Wir alle haben nun in dieser Welt Fuß gefasst. Wir kommen nicht von hier. Du kommst auch irgendwo anders her, aber wir sind nun in eine Welt gekommen, in der dieses Experiment dieser Zivilisationen durch sehr starke Kräfte, vor denen wir keine Angst zu haben brauchen, aber die sehr stark und sehr mächtig sind, gehackt wurde. Mit anderen Worten, wir leben hier in einer Wirklichkeit, und es ist keine Simulation, dies ist wirklich keine Simulation, es ist eine echte Welt hier. Es ist aber nicht die ursprüngliche Welt. Sie wurde errichtet und liegt eingebettet in den ursprünglichen Welten. Diese Welt ist gehackt und dies hat dazu geführt, dass die Menschen, die in dieser Wirklichkeit hier leben, keine Chance bekommen haben, um das Evolutionsprogramm, das Evolutionsstadium, in dem wir leben, zu erfahren, also zu beseelen, einzutauchen. Denn eigentlich sprechen alle Menschen, die in dieser Wirklichkeit hier leben, eine Sprache, die die ursprüngliche Sprache ist. Und dabei spreche ich hier nicht nur von Arbeit und Wirtschaft, ich spreche nicht nur von dem Gesundheitssystem und Bildung. Dies sind die gesellschaftlichen Dinge, die hier eingefügt sind. Mir geht es um den gesamten Zustand des Denkens. Also der Kern, das erweckte Bewusstsein, das Göttliche in dir, wird auf eine beeindruckende Art und Weise gebremst, kann aber auch auf eine beeindruckende Art und Weise zurückzugewonnen werden. Und wenn die Welt, in der wir jetzt leben, etwas benötigt, ist es das, dass der Mensch untersucht, was das ist und wie man es aktivieren kann. Und dafür bedarf es an Einsichten und Querverbindungen. Und vielleicht müssen wir uns dafür eben einige Schritte von dem entfernen, was uns einnimmt, was wir schön finden, wobei wir uns gut fühlen. Ein anderes Beispiel hier in diesem Kontext ist, dass mir aufgefallen ist, dass sehr viele Menschen wirklich Schwierigkeiten haben mit der Eigenverantwortlichkeit, der eigenen Beteiligung, dem eigenständigen Denken und dem wirklich selbstständigen Fühlen, wirklich selbst zu fühlen, anstelle etwas von einem anderen zu folgen. Ich empfinde es auch als ein großes Geschenk, wenn Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt zu mir sagen, ich komme nicht mehr, ich bin fertig, ich brauche nichts mehr von dir zu hören. Das finde ich fantastisch, darum geht es. Es geht darum, dass man einander etwas gibt, und wenn du es dann in dir selbst öffnest, mache weiter. Weitermachen. Die Kraft in dir selber öffnen und weitermachen, nicht stehen bleiben, weitergehen. Ja, ich durfte vielen wunderbaren Menschen begegnen, ich habe gemerkt, dass es sehr viele Menschen als spannend erfahren, um über diese Themen zu sprechen. Über die Kraft, die wir sind, den Kontakt, der zwischen den Menschen in dieser Welt und Menschen aus anderen Zivilisationen, anderen Wirklichkeiten hergestellt wird. Ich spreche hier nicht vom Disclosure. Disclosure ist ein Programm einer Kontroll-Delta-Gruppe, welche Zeitreisende sind und die alles tun, um einen offenen Kontakt zu verhindern, so schlimm es auch für die Menschen ist, die dem Disclosure positiv im Herzen tragen. Wir arbeiten miteinander daran, diesen offenen Kontakt entstehen zu lassen, und daraus wird dann eine andere Wirklichkeit entstehen. Und mir ist aufgefallen, dass es vielen Menschen schwer fällt, darüber zu sprechen, die Menschen stecken fest und das verstehe ich auch. Das sind die Gedanken, die eingefügt sind,
wie schön sie auch sein mögen. Ich habe Kontakt mit anderen Zivilisationen aus anderen Welten, offen, so wie ich jetzt mit dir spreche. Das macht aus mir nichts Besonderes. Für mich ist das sehr einfach, darüber zu sprechen, aber ich weiß auch, dass es fast unmöglich gemacht wird, darüber zu sprechen. Jeder zieht es aus dem Zusammenhang, deshalb erzähle ich auch nichts darüber, denn es wird in den Verstand hineingezogen. Und das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Es muss ein Wiedererkennen in dir selber stattfinden. Ich habe Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Universen, Welten, interstellaren anderen Welten, aber auch intergalaktischen anderen Welten. Und den Kontakt habe ich immer beibehalten, es ist alles Mögliche versucht worden, um diesen zu entfernen, aber das wird nicht geschehen. Ich hatte auch in meiner Kindheit, bis zu meinem ungefähr 23. Lebensjahr, dann wurde es schon weniger, Kontakt zu militärischen Gruppen aus dieser Welt, militärischen Kontrollgruppen. Dies sind ultrageheime Gruppen, die außerhalb von Raum und Zeit operieren. Ich nenne sie auch schon mal die weiße Doktorkittelparade. Das sind Menschen aus der Zukunft dieser Zeitlinie, in der wir uns gerade noch ein Stück weit befinden, noch ein wenig. Es wird sich verändern, also dann hören die Besucher aus der Zukunft auch auf. Das sind Menschen, die die Zeitlinie absichern mit Zurückreiseaktionen in Raum, Kapseln in das Hier und Jetzt, die dafür sorgen, dass Menschen keine Entscheidungen treffen können, die so extrem die Zukunft verändern können. Ich hatte Kontakt mit militärischen Gruppen. Ich bin tief mit einbezogen worden in verschiedene Programme. Meine Eltern wissen das, ich habe darüber viel gesprochen. Es sind wirklich keine einfachen Programme, Leute, es war sehr heftig. Und in einer Zeit, in der es noch kein Internet gab und es auch sehr wenig Bücher über das Thema verfügbar waren, habe ich da auch viel drüber erzählt und später wurden auch Bücher darüber herausgegeben. Und damals sah ich, dass Menschen anfingen, darüber zu schreiben, ich sah aber auch, dass in den Texten dort Dinge standen, von denen die Kontrollgruppen wollten, dass sie dort drin stehen, weil es verschleierte Erinnerungen sind. Aber ich habe mich in dieser Welt an die Arbeit gemacht, und ich habe mit vielen Menschen gesprochen und ich habe gemerkt, dass es wirklich sehr schwer ist. Ich habe mit Menschen aus der Gnostik gesprochen, Menschen, die auch in den Niederlanden Vorträge organisiert haben, Menschen, die über Christus sprechen. Auf die ein oder andere Art und Weise trage ich eine Art Blockade in mir, die ich selber zum Glück nicht erfahre. Aber da ist etwas nicht stimmig, wodurch es den Anschein hat, dass keine Zusammenarbeit entstehen kann. Es ist viel einfacher, etwas zu hören oder etwas aus einem Buch zu lesen. Es ist vielleicht viel einfacher, etwas von einem Amerikaner zu hören, der schöne Präsentationen hält, aber es geschieht hier auch in den Niederlanden und ich bin wirklich nicht der Einzige. Es gibt so viele Menschen, die Dinge erlebt haben und erleben, und die es sehr schwer damit haben. Ich bin dahin durchgetreten, durch meine Erinnerungen, denn ich weiß, wer diese Gruppen sind und warum sie tun, was sie tun. Aber es gibt viele Menschen, die, ich sage es mal zwischen Anführungszeichen, das Glück des Erinnerns nicht parat haben und dann ist es sehr schwer. Es gibt so viele Menschen, und ich habe gemerkt, dass es so scheint, als wäre es für mich eine schwierige Aufgabe, mit Menschen in einer Art von Form zusammenzukommen. Ich sage nicht das Wort Gruppe, oh, jetzt habe ich es doch gesagt, aber es ist nicht eine Gruppe. Aber doch, dass Menschen miteinander zusammenarbeiten können, damit Wissen und Frequenzen zusammenkommen können. Ja, dieses Meeting ist eigentlich eine Art von Appell, von dem, was ich tue. Ein Appell, der nicht an dich, mehr an mich gerichtet ist und auch was wir miteinander tun, weil hier große Möglichkeiten sind. Sehr große Möglichkeiten liegen hier, um auf eine revolutionäre Art und Weise, auf der Grundlage von dem, was wir bis jetzt getan haben, diese Welt ein Viertel zu drehen, um die bestehenden Möglichkeiten, die vor unseren Füßen liegen, um diese auch zu nutzen. Meine Aufgabe ist es für mich selbst und auch aus der Welt, aus der ich komme, um hier offen drüber zu sprechen, um Dinge zu öffnen, sie beim Namen zu nennen, um Dinge verständlich zu machen, aber vor allem, um Freundschaften mit Menschen zu schließen. Und mit Freundschaften meine ich nicht, um miteinander in Urlaub zu fahren und Tee zu trinken, denn für das alles habe ich gar keine Zeit. Das klingt vielleicht ein wenig verrückt, aber das hast du wahrscheinlich auch nicht.
Du kannst nicht andauernd. Du bist aus deiner Kraft heraus bei der Arbeit und du bist damit beschäftigt, Dinge hier einzubringen. Und da meine ich mit dem Wort Freundschaft, der Moment, in dem man sich sieht, der Moment, in dem man sich begegnet, dass das ein Moment der Wahrheit ist und auch ein Moment der Aufmerksamkeit und des Raumes füreinander. Und dieser Appell ist an mich gerichtet und eigentlich an alle. Wir sehen die Ankündigungen im Internet und im Fernsehen über allerlei Objekte, die in den letzten Jahren gesichtet wurden. Das Pentagon zeigt jetzt plötzlich viele Berichte darüber und sagt, ja, die Objekte sind wohl echt, das Phänomen ist echt. Der frühere Präsident Obama hat darüber etwas geäußert. Es hat alles einen Bezug zu der Kowaldi-Geschichte, weshalb alles gerade jetzt geschieht, und es hat zu tun mit dem, was der Mensch von Inneren her ist. Also du hast die Außenwelt und du hast die Innenwelt. Also ich denke, dass es in der kommenden Zeit sehr wichtig sein wird, dass wir auf allen möglichen verschiedenen Arten und Weisen international miteinander ins Gespräch kommen, an die Arbeit gehen und Zeitlinien und Reaktionslinien miteinander in Bewegung bringen. Lasst uns zurückkommen auf das Thema Aufmerksamkeit und Fokus. Ich meine damit nicht die Konzentration aus dem Verstand heraus. Ich meine Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Zu mir wurde oft gesagt, Martin, du musst nicht zu viel Aufmerksamkeit den dunklen Dingen widmen, das mache ich übrigens auch nicht. Das ist vielleicht 5% der Geschichte, die ich über unschönen Dinge rede, was wohl schwer ist für viele Menschen. Dass es Kontrollgruppen gibt, die die Menschheit in einem festen eisernen Griff halten, so dass es Regisseure in diesem Feld gibt, die Ursachen und Folgen durch die Gedanken der Menschen einbringen, um ein Ereignis zu verursachen, womit wir uns in den kommenden 3 bis 4 Jahren beschäftigen können in der Hoffnung, dass Dinge sich verändern. Aber es wird zu keiner Veränderung kommen, die von außen verursacht wird. Also der Titel der Kern, die Entzündung der inneren göttlichen Schöpfung, das ist gigantisch groß, da kannst du nicht mitmachen, es ist nur eine Frage, dass du es selber bist. Also es benötigt etwas anderes, eine andere Intelligenz, aus uns selbst heraus, welche geboren wird und auch durch diesen Körper geht. Wir sind nicht unser Körper, wir sind nicht unser Gehirn, aber wir sind wohl aber in diesem Avatar-Körper zu finden mit einer viel größeren Kapazität als dieser Körper. Aber es ist etwas mit uns, dass die Kraft des Kerns, das fühlende Bewusstsein und die eigene Intelligenz hier hereinkommen muss und dass Dinge auf den Tisch gebracht werden müssen, und mit Aufmerksamkeit und Fokus gelebt werden müssen. Keine Theorie, keine Theorie. Die Zeit der Theorie ist vorbei. Und die Zeit des Hörens auf andere Menschen. Auch ich werde damit sehr vorsichtig und zurückhaltend sein, so dass wir nicht eine wöchentliche Pressekonferenz bekommen, nicht wahr? Denn zusammen bekommen wir nichts unter Kontrolle. Du kannst dich nur selber öffnen, selber denken, selber fühlen. Und wenn du dies in das Feld einbringst, begegnest du anderen Menschen, die das auch tun. Und dann wird die Kraft größer. Und darüber möchte ich nach einer kurzen Pause mit euch sprechen. Ich schaue eben, es ist jetzt 20 Uhr. Wie gesagt, ich habe keine teuren Geräte hier, also ich mache einfach den Ton aus, dann nehme ich auch etwas zu trinken und dann bin ich in 5 Minuten wieder zurück. Und vielleicht, dass du eben in der Zeit zur Toilette gehen musst, und dann können wir nach der ersten Stunde schauen, wie wir die zweite Stunde miteinander füllen werden. In jedem Fall, schön, dass du da bist und vielleicht denkst du, puh, was redet der Mann viel, was ist dies alles, aber ich sende auch sehr viel Informationen und Schwingungen aus. Ich würde es sehr schön finden, wenn du gleich im zweiten Teil auch anwesend bist und auch deine Kraft mit einbringst. Lasst uns in diese Begegnung einfach hier sein. Okay, bis gleich. Danke dir. Quelle, Martin van Staffern, Übersetzung, Elisabeth Slinkmann, Matthias Höfling, Patrick Heussen, Ralf Bongfert, Verena Linke. Dieser Text darf kopiert und publiziert, aber nicht verändert oder gehandelt werden. In ieder geval fijn dat je er bent. En misschien dat je denkt van poeh, wat gepraat die man allemaal, wat is dit allemaal. Maar ik zet er heel veel informatie en trillingen ook uit. Ik zou het ontzettend fijn vinden als je strakjes in het tweede deel ook gewoon aanwezig bent. En je kracht ook gaat inzetten. Laten we die ontmoeting met elkaar gewoon neerzetten.
Okay, tot zo. Dank je.